Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Magazin Weitblick. Seit einem gescheiterten Militärputsch im Juli 2016 ist die Türkei im Ausnahmezustand. Mit aller Härte geht die Regierung gegen die Aufständischen und ihre vermeintlichen Sympathisanten vor. Zehntausende Menschen wurden verhaftet. Misstrauen breitet sich aus im Land. Welche Folgen das für die Türkei hat, vor allem auch für die ethnischen und religiösen Minderheiten, die Aleviten, die Kurden oder auch die Christen, das erläutert uns heute der Nahostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Sido. Vielen Dank. Herr Sido, Sie arbeiten für die Gesellschaft für bedrohte Völker, eine Organisation, die sich für ethnische oder auch religiöse Minderheiten einsetzt, also für die Menschenrechte einsetzt. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie die aktuellen Entwicklungen in der Türkei? Wir machen uns sehr große Sorgen, was die Türkei angeht. Sie haben jetzt einige Zahlen genannt. Seit 2015 bis jetzt etwa 500.000 Menschen wurden in den kurdischen Gebieten oder mehrheitlich kurdischen Gebieten zwangsumgesiedelt, also Opfer von Zwangsumsiedlungen geworden, sind Zehntausende festgenommen, zwölf Abgeordnete der prokurdischen Partei HDP sind im Gefängnis, darunter auch Aleviten, vor kurzem als ein Armenier von der HDP im Parlament über den Völkermord gesprochen hat, wurde er niedergemacht. Also wir schauen mit sehr, sehr großer Sorge auf die Situation und wir möchten überhaupt nicht, dass die Türkei sich so entwickelt, dass daraus ein Syrien wird, zu einem Bürgerkrieg kommt. Aber wenn diese Politik von Erdogan fortgesetzt wird, wir befürchten das Schlimmste in der Türkei. Ein wichtiger Auslöser dieser ganzen Entwicklung war der versuchte Militärputsch im Juli 2016. Können Sie noch mal ganz kurz in wenigen Sätzen die Hintergründe ein wenig erläutern? Also vieles über diesen Putschversuch ist noch nicht gesagt worden. Wir wissen nicht genau, was abgelaufen ist. Es gibt auch oft, also auch Verschwörungstheorien im Umlauf, wie auch immer in den Ländern im Nahen Osten. Es gibt die Vermutung, dass viele Offiziere, zehntausende Offiziere, waren auf den Listen, die entlassen worden oder verhaftet werden. Und da waren Sitzungen, standen Sitzungen bevor. Und als diese Offiziere dann wussten, das sind aus verschiedenen Richtungen, nicht nur irgendwie Anhänger von Fethullah Gülen, dem Geistlichen, das ist ein Gegner Erdogan, nicht nur seine Anhänger, auch andere, die Erdogan nicht folgten auf der Liste. Und als sie dann die Möglichkeit hatten, dann haben die geputscht, das ist eine Erklärung. Aber wie gesagt, es gibt andere Erklärungen. Die offizielle Version des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, er sagt, Fethullah Gülen hätte diesen Putschversuch organisiert, die Amerikaner hätten ihn unterstützt und so weiter. Aber de facto hat er dann diesen Putschversuch benutzt, um gegen alle Gegner massiv vorzugehen, die auch mit dem Putsch gar nichts zu tun haben. Kurdische Politiker zum Beispiel, die mit Fethullah Gülen gar nichts zu tun haben, sitzen im Gefängnis. Aleviten sind, die mit den Sunniten kaum zu tun haben, sitzen im Gefängnis. Also es herrscht eine Atmosphäre der Angst in der Türkei heute. Dazu beigetragen hat ja auch schon, dass schon zuvor im Sommer 2015 der Kurdenkonflikt wieder aufgeflammt ist. Auch das hat zu großen Unruhen und zu vielen Menschenrechtsverletzungen geführt. Was können Sie dazu sagen? Also Erdogan hatte ein Projekt Ende 2010, Anfang 2011 für die Türkei, für den Nahen Osten, für den arabischen Raum, dass überall in diesen Ländern die sogenannten moderaten Muslimen, Moslembrüder, er gehört zu den Moslembrüdern in der Türkei, diese AKP-Partei. Dieses Projekt also sah vor, dass man
in Ägypten, in Syrien, in Libyen, überall dann den Moslembrüdern so Macht wird. Meine Vermutung, bestimmte westliche Kreise aus gutem Wissen oder aus Naivität haben ihn die unterstützt damals bei diesem Projekt. Dieses Projekt war für die Kurden, für die Menschen in der Türkei sehr gefährlich. Wir wissen, wir haben Bilder, wir haben Fakten, wie Erdogan in die kurdischen Gebiete gekommen ist mit dem Koran in der Hand und an die Kurden appelliert, die Kurden zu wählen, also ihn zu wählen bei den Wahlen als Brüder im Glauben und gegen die Feinde des Islam. Und da fragte ich mich immer wieder, wer sind diese Feinde des Islam in der Südosttürkei? Da sind einige Assyrer, aramäische Christen, einige Armenier, Jesiden da, sonst ist niemand da. Vor über 100 Jahren sind Christen dort massenweise vernichtet. Also ich hatte Angst für dieses Projekt, auch aus diesem Grund, dass er Teile der kurdischen Gesellschaft radikalisiert. Wir wissen, dass 1915 Teile der Kurden sich an dem Völkermord an den Christen beteiligt haben und die moderne kurdische Nationalfreiheitsbewegung hat sich davon distanziert und die haben gute Schritte gemacht, ein multiethnisches, multireligiöses Konzept für die Lösung der Kurdenfrage entwickelt. Auf der Liste der Kurden kamen die ersten Armenier ins Parlament, türkisches Parlament, die ersten Assyrer, die ersten Armenier. Das Projekt war dann in Gefahr und das ist möglicherweise dieses Projekt leider tot und das geht auf die Politik von Recep Tayyip Erdogan. Und hier mache ich Vorwürfe auch unserer deutschen Bundesregierung, Frau Merkel, Herrn Steinmeier, die diese Politik mindestens geduldet haben. Und es ist so spät. Vielleicht ist gar nicht so spät, wenn man Flagge zeigt und diese Politik stoppt für die wenigen Christen in der Türkei. Denken Sie an Mor Gabriel, dieses kleine Kloster für die Aramäer, was bedeutet, das wird von Kurden irgendwie, die Ländereien werden, der Besitz der Ländereien wird in Frage gestellt. Mit Unterstützung der türkischen Behörden, türkischen Staat. Die Kurden werden gehetzt gegen die wenigen Christen, wenigen Jesiden, gegen die Aleviten sowieso. Würden Sie sagen, dass in der Türkei seit einigen Jahren, seit einiger Zeit ein Prozess der Islamisierung stattfindet, dass der Islam wieder stärker betont wird? Also ich war immer wieder in der Türkei in den letzten Jahren, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Die Türkei befindet sich in diesem Prozess der Reislamisierung. Ich habe in verschiedenen Ortschaften gesehen, wie die Familien ihre Söhne zur Armee begleitet haben. Und da waren Rufe zu hören, wie in Syrien, Takbir, Allahu Akbar, also die Größe Gottes preisen, Allah ist groß. Das ist neu in der Türkei. Oder wenn Polizisten an der Polizeischulen Allahu Akbar, Allahu Akbar wird gerufen. Also sind Polizei, die das Leben der Menschen schützen. Und ich kann mir vorstellen, wie ein Aleviter sich fühlt, wenn er angegriffen wird auf der Straße. Er wird genau überlegen, ob er zu dieser Polizei geht und dann Schutz bei dieser Polizei sucht. Und die Polizei war sowieso schon lange nationalistisch. Und sie ist auch islamistisch. Und heute gilt für die Armee, also nationalistisch, islamistisch. Und das sollte eine NATO-Armee sein. Daher immer wieder unser Appell an die Bundesregierung. Die Zusammenarbeit mit dieser Armee muss sehr, sehr vorsichtig sein. Also jede Angabe an diese Armee, an die türkische Führung, könnte gegen die Minderheiten, gegen die Kurden, Christen, Aleviten, nicht nur in der Türkei, aber auch in den Nachbarländern benutzt werden. Von der Gründungsidee der Türkei, der modernen Türkei, soll ja eigentlich die Neutralität des Staates gegenüber Religionsgemeinschaften eine große Rolle spielen. Das Prinzip der Laizität. Wird dieses Prinzip mehr und mehr aufgeweicht in der heutigen Türkei? Hier möchte ich über eine Korrektur sprechen. Man glaubte immer, dass in der Türkei eine Trennung zwischen dem Staat und Religion gibt. Das stimmt nicht ganz. Die türkische Republik unter Atatürk hat keine Trennung durchgeführt, sondern den Islam, die Religion mehr verstaatlicht. Also die Religion wurde zu einem Instrument der Unterdrückung.
Es gibt dieses Präsidium für Dianet, für die Religionsangelegenheiten. Die haben dann den Islam, die normale Entwicklung des Islam auch beeinflusst. Und vom Staat gefördert wird der sunnitische Islam in der Türkei. Dabei gibt es aber eine große Minderheit, nämlich die Minderheit der Aleviten, die ja auch zu den Muslimen gehören, wobei manche Muslime vielleicht auch Zweifel haben, ob es wirklich wahre Muslime sind. Wie ergeht es den Aleviten in der Türkei? Also wie gesagt, den Aleviten ging nicht immer gut in der Türkei, aber früher, sie wagten zur Polizei zu gehen mit vielleicht ruhigem, gutem Gewissen, dass die Schutz suchen konnten. Spätestens nach diesem Putschversuch, jeder Alevite muss genau überlegen, ob er zu der Polizei, egal aus welchem Grunde zur Polizei geht, weil als Alevite zur Polizei gehen, zu einer nationalistischen, zu einer islamistischen Polizei, wird der Alevite nicht gehen. Die Aleviten sind etwa 15 bis 20 Millionen in der Türkei. Das war eine Säule der Liberalität in der Türkei. Und diese Menschen, diese 20 Millionen, die dazu beigetragen haben, dass die auch die türkischen Community in Deutschland liberaler waren, die sind heute in Gefahr. Die müssen ganz genau überlegen, auch in Deutschland werden die angemacht von den radikal-islamistischen DITIB. Ich sage ganz genau radikal-islamistisch, weil die Politik, die in der Türkei gemacht wird vom Diyanet, vom Präsidium für Religionsangelegenheiten, wird genau auch in Deutschland und anderen Ländern durchgeführt. Und wir bekommen mit, wie die Menschen gehetzt werden gegen die Aleviten. Früher waren diese Predigten nur gegen die Kurden, heute sehr, sehr offen gegen die Aleviten, aber auch gegen die Christen nach und nach. Spielt es eine Rolle, dass die alevitische Richtung des Islams aus dem schiitischen Islam hervorgegangen ist? Das konnte eine Rolle jetzt in der letzten Zeit spielen, vor dem Hintergrund des globalen Kampfes zwischen den Schiiten und Sunniten. Dass dieser Konflikt eine Rolle spielt bei der Verfolgung der Aleviten. Allerdings die türkischen Medien, der türkische Staat ist sehr raffiniert. Also im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg vermeiden die Medien den Begriff Alevite, sondern sagen mehr Nusayriya. Das ist eine Bezeichnung der Aleviten auch in Syrien. Das Ziel der Medien. Und wie würde man das ins Deutsche übersetzen? Hieß der Gründer dieser alevitischen Religion in Syrien, und daher sagt man Nusayriya, damit die Aleviten, wenn man jeden Tag über den Konflikt in Syrien berichtet, und zwar jede Sekunde, jede Minute, und den Begriff Alevite benutzt, dann könnte das dazu führen, das wird auch dazu führen, dass die Aleviten nachfragen, warum redet man oft oder viel von uns, dann kommt es vielleicht zu einer dazu, dass die Aleviten aufwachen. Das hat man auch mit den Kurden vielen Jahren benutzt. Man hat nicht von Kurden gesprochen, die Kurden existierten überhaupt nicht, sondern von Peshmerga. Der Begriff Peshmerga wurde als Kurde in der Türkei benutzt, damit die Kurden, die 20 Millionen Kurden, nicht nachfragen, warum redet man über uns schlecht. Das macht man mit den Aleviten heute in der Türkei. Das Gebiet der heutigen Türkei war einmal in der Vergangenheit bedeutendes christliches Gebiet, gerade auch in der Zeit der frühen Kirche. Welche Bedeutung haben die Christen heute noch in der Türkei? In der Türkei haben die Christen leider kaum eine Bedeutung. Also vor vielen Jahren waren die Christen vielleicht 20%, wenn man über die Zeit des Osmanischen Reiches denkt. Ich meine, ganz früher, das ganze Land war christlich. Denken Sie über Antiochien. Das war die zweitgrößte Stadt im Osmanischen Reich. Eine christliche Stadt. Übrigens, ich bin nicht weit weg von Antiochien geboren, Luftlinie etwa 30, 40 Kilometer in Afrin. Heute, wenn Sie in Antiochien, in Antakya sind, da müssen sehr, sehr lange, tagelang, vielleicht wochenlang christliche Spuren suchen. Die sind nicht mehr da. Die Christen sind verschwunden, ermordet, die anderen vertrieben, die Kirchen sind zerstört. Also in der Türkei gibt es kaum ein christliches Leben, wie gesagt, in Istanbul untergetaucht, unauffällig leben die Christen. Wie gesagt, in den Kurdengebieten einige Klöster der Assyrer Aramäer, der syrisch-orthodoxen Kirche, die sind auch bedroht von den türkischen Behörden, die, wie gesagt, ich habe vorhin erwähnt, dass die AKP-Mitglieder Kurden
gegen die Christen hetzen. Also von einem christlichen Leben in der Türkei soll man gar nicht reden. Es ist vorbei. Und meine Angst, unsere Sorge ist, dass das Gleiche mit Syrien passiert, weil Erdogan spielt in Syrien eine wichtige Rolle. Und er hat dazu beigetragen, dass die syrische Opposition weitgehend radikalisiert wurde, islamisiert wurde. Und durch diese Radikalisierung, Medien und so weiter, da sind auch die Menschen in der Türkei, die Türken auch radikalisiert. Und Radikalisierung des Islam, Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die sich nicht informieren können aus neutralen Quellen, die sind sehr, sehr gefährlich für die christlichen Nachbarn. Sie haben schon angedeutet, ein großer Teil der Christen lebt in Istanbul, wahrscheinlich die Mehrheit der Christen in der Türkei, einige wenige im Südosten, im kurdischen Teil. Nun gibt es aber immerhin noch einige Christen. Wie frei können diese Christen denn ihren Glauben leben? Gibt es Versammlungsstätten, Gebetsstätten, Kirchen womöglich, wo sie ihre Gottesdienste feiern können? Es gab in den letzten Jahren positive Beispiele. Heute würde ich davon nicht mehr sprechen. Einige Bischöfe in Diyarbakır in Südostanatolien haben erzählt, dass man auf Diyarbakır, also auf den Straßen von Diyarbakır, eine Stadt mehrheitlich kurdisch, also nicht in bischöflicher Tracht irgendwie auftreten oder auftauchen dürfte. Aber nachdem die kurdische Nationalbewegung stärker wurde, dann hatten die Kurden dann mehr Respekt vor den Kirchen, vor den Geistlichen. Mehrere Kirchen wurden dann im alten Stadtviertel von Diyarbakır restauriert. Die armenische Kirche, die chaldäische, die syrisch-orthodoxe wurde. Leider sind wieder alle zerstört. Die Priester dieser Kirchen sind wieder auf der Flucht in Istanbul. Ich gehe davon aus, es ist die gleiche Situation. Die Menschen sind sehr, sehr vorsichtiger geworden. Vor kurzem habe ich, als ich auf dem Weg nach Syrien war, nach Nordirak im Oktober, da habe ich mich mit meinen Nachbarn, also die neben mir im Flugzeug saßen, unterhalten. Da habe ich festgestellt, deren Ansichten waren ein wenig anders. Sagen, sind Sie Christen? Sag ich, ja, wir sind Armenier. Die sprachen kein Armenisch, aber es waren christliche Armenier. Da haben wir uns sehr, sehr unterhalten. Und ich habe gesehen, in deren Augen die Angst, sehr vorsichtig waren die. Die mussten erst mal mich kennenlernen, bevor die dann zugegeben haben, dass sie Christen Armenier sind. Christen werden auf verschiedene Weise diskriminiert in der Türkei. Man liest gelegentlich, dass christliche Gemeinschaften durchaus Probleme haben, Priester zu gewinnen für ihre Gemeinden, dass sie kaum oder gar keine Möglichkeiten haben, Priester im eigenen Land auszubilden. Was können Sie dazu sagen? Das war immer ein Problem. Also die christlichen Gemeinschaften können gar nicht normal funktionieren, weiterleben, wenn sie Schwierigkeiten bei dem Bau von Kirchen haben, wenn die Priester Nachwuchs irgendwie nicht ausbilden können, immer aus dem Ausland bestellen. Und wenn die aus dem Ausland bestellen, dann muss der türkische Staat dem zustimmen, dann unter die Lupe nehmen, wer geht dahin und so weiter. Und hier kann ich mit Deutschland vergleichen. Also die türkische Community, die islamische Community, wir haben in jeder Stadt in Deutschland Moscheen und so weiter. Ich war vor ein paar Tagen hier in einer Gemeinde. Ich habe drei Moscheen gesehen, ganz normal geschrieben auf Deutsch, türkisch-muslimische Moschee so und so. Und da habe ich mit Leuten gesprochen. Ja, am Freitag sind hunderte Menschen hier, die ganz frei beten können. Und das ist gut so. Und da sage ich immer, frage ich mich, warum dies gilt nicht für die Türkei? Warum der türkische Staat als EU-Beitrittskandidat, als NATO-Mitglied verbietet den Christen oder macht das Leben der Christen schwer? Ich mache Vorwürfe hier, wie gesagt, wieder der deutschen Bundesregierung, alle NATO-Regierungen, die nicht dafür sorgen, dass die Christen in der Türkei die Freiheit bekommen, dass sie ganz normal Staatsbürger der Türkei und ich meine, den Kurden wirft man vor, die wollen einen Staat gründen. Aber die Christen wollen gar keinen Staat gründen. Die wollen ruhig im Frieden leben, zur Kirche gehen, öffentlich ihre Feiertage, Feste feiern, mehr nicht.
Und das ist nicht möglich in der Türkei. Und daher, wir machen immer wieder Vorwürfe der Bundesregierung, aber auch den anderen EU-Regierungen, NATO-Regierungen, dass sie nicht dafür sorgen, eine deutliche Sprache mit Erdogan reden. Wie sollen wir den Iran beeinflussen? Wie sollen wir Saudi-Arabien beeinflussen, wenn wir einen NATO-Partner nicht davon überzeugen, dass die Christen irgendwie auch ein Menschenrecht haben, das Recht auf Glaubensfreiheit? Die Christen bilden aber nun eine verschwindend kleine Minderheit. Nach meinen Erkenntnissen beträgt der Prozentsatz ungefähr 0,2%. Also eigentlich spricht man über einen Anteil im Promillebereich. Woher kommt denn das Misstrauen gegenüber den Christen in der Türkei? Ich glaube, von Beginn an, die Gründer der Türkischen Republik, Atatürk und seine Mitstreiter, waren der Meinung, dass man in der Türkei einen Staat gründet nach einem Modell, eine Fahne, eine Flagge, eine Nation, eine Ethnie, eine Sprache, aber auch eine Religion. Und mit einer Religion meinte man den Islam in sunnitischer Prägung, in sunnitischer Form. Das sind die Anfänge damals. Aber da Atatürk so nicht religiös war, dann hatten die Christen ein wenig Spielraum, sich zu bewegen, in der Türkei zu leben. Dann, aber die Religion wurde immer wieder dann instrumentalisiert, auch von Atatürk gegenüber zum Beispiel den Kurden. Atatürk wollte, das ist sehr merkwürdiger Prozess. Atatürk wollte, dass die Kurden muslimisch bleiben, damit das religiöse Bewusstsein bei den Kurden stärker wird als das nationale, das ethnische. Und bis heute versucht also Atatürk Erdogan diese Linie zu gehen. Er fordert die Kurden dazu auf, sich nicht zum Kurdentum zu bekennen, sondern zum Islam und mit dem Islam zum Sunnitentum. Dann zu der Brüderlichkeit im Glauben. Und das ist sehr, sehr gefährlich für die Kurden, für die kleineren Gemeinschaften der Christen, der Jesiden, aber auch in der Aleviten in diesen Gebieten. Also, es bestehen durchaus große Probleme. Es besteht großer Handlungsbedarf in der Türkei. Was kann denn eine Organisation wie die Ihre, die Gesellschaft für bedrohte Völker, in einem Land wie der Türkei konkret tun? Also konkret, was wir tun und tun können, wir dokumentieren die Menschenrechtsverletzungen an den religiösen Minderheiten. Ich persönlich war, als ich bei der GFV begonnen habe vor vielen Jahren, bin ich in die Türkei gefahren. Ich habe gesagt, ich bin Kurde, ich bin Moslem. Ich bin nach Mediat gefahren, in das Kloster Mor Gabriel. Vor den Toren des Klosters habe ich eine Mahnwache organisiert. Ich habe die türkische Presse eingeladen. 2011 im Sommer, Save Mor Gabriel. Dann habe ich den Bischof dort gesagt, ich will zu den Kurden gehen, die das Leben der Christen dort schwer machen. Das sind Dorfschützer, die im Auftrag des türkischen Staates gegen eigenes Volk vorgehen. Da hat er mich vorgewarnt, nein, wenn Sie hier waren, dann Sie sehen vom Weiten das Auto, dann gehen Sie bitte nicht hin. Ich hätte gern auch mit den Kurden gesprochen. Warum hören Sie auf Erdogan? Warum folgen Sie dieser Politik von Erdogan und die wenigen Christen nicht in Ruhe lassen dort? Also wie gesagt, wir machen weiter. Wir wollen einfach den Menschen, den wenigen Christen, die dort leben, eine Stimme geben und für ihre Rechte immer, wenn unsere Politiker hinfahren, wenn die Politiker aus der Türkei kommen, wir sprechen immer die Lage der Christen an und wir werden nicht aufgeben, weil die wenigen Christen in der Türkei haben das Recht, sie sind loyale Bürger der Türkei, die wollen in ihrem Land frei leben und sie haben auch Recht darauf. Herr Sido, vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch, für Ihre Arbeit als Menschenrechtsorganisation in der Türkei und in anderen Ländern wünschen wir Ihnen alles Gute. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Das war Weitblick. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse an unserer Sendung und sage auf Wiedersehen.